Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich stehe hier an diesem Bücherladen, versuche jetzt die letzten Zombies abzuwehren, dass ich da gleich in Ruhe reingehen. Hallo? Dass ich da gleich in Ruhe reingehen kann, um ihn zu looten. Die ganze Aktion hat jetzt länger gedauert, als ich wollte. Aber jetzt sieht's ruhig aus. Dann gehen wir da doch mal wieder rein. Nee, wenn die da hinten drauf rumhacken und alles. Ach, das ist, finde ich, nicht so schön. Und das können wir direkt mal essen. Das nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Ich, keine Ahnung, ob sich Bücherläden auch richtig lohnen oder ob hier nur Papier drin ist. Bisher ist nur Papier drin und gar nichts. Wer weiß, vielleicht haben sie noch gar keine Bücher in dieser Alpha implementiert. Mich würde das nicht wundern. Also jedenfalls nicht in diesen Bücherregalen. Das kann durchaus sein. Das sieht auch nicht gut aus gerade. Also dann bleibt mir wahrscheinlich wirklich nur sterben. Ich habe jetzt ja auf ein Antibiotikum-Rezept, auf ein Antibiotika-Rezept gehofft. So, das lesen wir. Hunting Knife Book. Shotgun-Schematik. Read. Ich dachte, die kannte ich schon. Hunting-Rifle-Schematik. Read. Das, okay. Das lohnt sich schon mal. Wenn ich die beiden, finde ich, wichtigsten Waffen herstellen kann. Oh Mann, was kommt denn da draußen? Das klingt ja übel, dieses Röcheln. Hunting Knife Book. Lese ich das jetzt? Ja klar, Miss Crafting. Crafting. Auf alle Fälle. Ich lese die jetzt erstmal doppelt. Die könnte man natürlich auch mal beim Händler verkaufen. Vielleicht habe ich einen Händler hier in der Stadt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier auch keiner. Jetzt, wo die neu aufgebaut worden ist. Also, dass das aber jedes Mal ganz anders generiert wird, finde ich schon interessant. Dann sind die immer zufällig unabhängig von den Seeds. Finde ich jetzt gerade ein bisschen schade, muss ich sagen. Oh, der ist hier drin. Wie konnte das denn passieren? Nee, echt? Jetzt aus welchem Loch kommst du denn gekrochen? Das verstehe ich jetzt einfach gar nicht. Wo kommst du denn her? Und warum? Den kann ich doch nicht übersehen haben. BDU-Top. Nehmen wir mal mit. Also Papier habe ich jetzt reichlich, sag ich mal. Ach komm, echt? Das hättest du doch aber auflassen können, oder? Rare. Scrap. Dann nehmen wir das weg. Da ist ja das, was ich habe, besser. Spiegelschrank bitte, vielleicht. Kein Blei im, aber klar, sicher, aber im Spiegelschrank ist kein Antibiotikum. Papiermülleimer. Noch ein Painkiller. Eine Wrench, die nehmen wir gerne mit. Ich habe bei mir eine Wrench gesucht, weil ich dachte mir, mir hat doch jemand geschrieben, hey, du hast jetzt ja eine Wrench, bewahre die gute auf, pass auf die auf. Ah, das sind Friends, ne? Kann das sein, dass es ein Friends war mit der Wrench? Ah, Bottled Murky Water. Was können wir mal wegpacken? Kommen hier die Magnum Rounds. Scrap. Die können wir scrappen, die Magnum Rounds. Die brauche ich erstmal nicht. Ach, komm. Ich will ich das mitnehmen für... Nee, Dünger. Ich kann ich ohne Workbench auch kein Fertilizer. Insofern ist es egal. Okay, immer den Unter... Das Unterteil davon durchsuchen. Honig wäre irgendwie auch nett. Golden Rotti. Na, achso, die ist ja schon auf. Na, gucken wir da rein. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen und dann können wir uns einen neuen Reinforced Club machen.
Oh, da ist ja offen hier. Das sollte aber nicht sein. So, dann gehen wir da mal rein. Stone Axe Craft. Ich habe aber genug Sachen, dass ich mir jetzt schon eine Forge herstellen könnte. Das ist das Gute. Also Leder müsste ich genug haben. Ich habe genug Short Iron Pipes. Das ist gut. Das werde ich dann wahrscheinlich auch gleich tun. Das scrappen wir mal. Sag mal eine neue Stein... Ach, ich habe da ja noch eine Steinaxt gehabt. Da mache ich Papier draus. So, und dann gehen wir mal in diesen Run-Safe rein. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich sollte vielleicht mal was trinken eben. Aber je nachdem, was da drin ist, habe ich ja eh keinen Platz, um es mitzunehmen. Ne? Dort den Splint könnte man wegschmeißen. Oder nee, Moment, den Splint könnte man direkt benutzen. Jemand hat mir mal gesagt, dass es irgendwie auch einen Skillpunkt kriegen könnte oder sowas. Oder Erfahrungspunkte fürs Benutzen des Splits. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber bevor ich ihn wegschmeiße, kann ich ihn auch benutzen. Yay! Oh. Ja, das mit dem Debuff gefällt mir gar nicht. Ah, pass auf, wir lassen das mit dem One Safe hier. Es ist 19 Uhr. Komm, wir gucken uns hier noch mal eben schnell um. Was es hier noch so gibt. Das können wir mal eben machen. Okay, Bücherladen haben wir. Das war jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich mit dem Bücherladen. Das ist ja schade. Da müssen wir noch ein Buch vormachen, ein Bild vormachen von dem Bücherladen. Crack a book, so. Ist doch schön. Ja, ein gutes Bild. So. Die haben hier eine Bank, okay. Das ist schon mal für später. Ich sollte die UI wieder anschalten. Eine Bank ist sehr cool für später. Da vorne ist ein schönes Haus. Ist das hier ein Schmiedehaus? Nee, ist es nicht. Hier, das ist dieses große mit dem Pool. Das ist auch nicht schlecht. Da ist ja noch ein Bücherladen. Immerhin. Und das ist... okay, dieser... komische Posten da, den ich in den Patch Notes gesehen habe. Das ist aber keiner dieser neuen Händler. Ne? Das ist dieses andere Ding. Oder sehen die ähnlich aus? Okay, Working Tools Laden. Ist das jetzt? Nee, das ist okay, das Ding. Aber da ist doch ein Schild dran. Medix oder sowas war da doch dran. Da war doch ein Schild dran, dass es hier Medix gibt oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist aber auch uncool, wenn die Jungs jetzt... Ey, Junge. So nicht. Sind das nur die drei oder werden das noch mehr? Oh, bisher ist übersichtlich. Ja, 4, 5. Könntest du mal die Waffe wechseln? Ist jetzt das dritte Mal, dass ich draufklicke. Hat nichts gemacht. Ja, okay, ich ruf die alle aus der Umgebung zusammen, ne? Komm, das ist mir um 21 Uhr zu heikel. Es ist keine gute Idee, jetzt mit so vielen Zombies mich noch anzulegen. Ist nicht so die beste Idee. Ich gehe zurück nach Hause. Da kehren wir mal am nächsten Tag hin. Zurück. So viel Zeit muss sein.
vorne. Dieses grünleuchtende. Okay, gerade keine Ausdauer. Da ich aber noch was zu trinken habe, warte ich eben erstmal. Die Uhrzeit erinnert mich auch an die, die ich letztens hatte, ne, als ich zurückgelaufen bin. Das hat noch... Ach, das sind... Die ist aufgestanden, ne? Sind es die Sleepers jetzt? Sind die drin? Das soll ja für die Performance besser sein. Die ist aufgestanden, richtig, ne? Das sah jetzt so aus. Ich hab das mit den Sleepers gar nicht mehr weiter verfolgt. Hm, da hängt dummerweise einer rum. Was ist denn das da? Kohle, ne? Ein großer Haufen Kohle könnte das sein. Okay, dann gehen wir erstmal nach Hause und dann pflanzen wir uns irgendwie nach draußen, holen noch ein bisschen Holz und dann gucken wir mal nach, ob wir uns eine Schmiede bauen können. Müsste ich eigentlich genug Sachen für haben. Dann haben wir besseres Werkzeug. Und dann kann ich damit vielleicht auch mal was machen. 21,35. Ich muss auf diesen Hügel rauf und dahinter dann noch etwas weiter. Ich glaube, ich nehme den Mais mit. Dann könnte ich mir eine Hoe machen als erstes und dann schon mal ein Feld anlegen. Weil die Sachen brauchen wohl sehr lange, um zu wachsen mittlerweile, habt ihr mir geschrieben. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, dass ich da jetzt noch einen Zombie aufgeschreckt habe. Ah, der fängt gleich an zu laufen. Wo ist mein Haus? Da. Hm, dann werfe ich jetzt doch Wasser ein. Wer weiß, ob hier gleich noch einer kommt. Gut, der wird jetzt wohl oh, shit. Oh ja, der hat mich gesehen. Und das Haus ist noch weiter weg, als ich möchte. Okay, wenn der jetzt noch hinter mir her ist, dann viel Spaß, weil... Trinken ist auf 100%. Kann ich jetzt eh nicht mehr. Undetected. Das ist gut. Stirb, 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 stirb. Und dann hat die nicht mehr das Retten Antibiotikum dabei. Ey, die hat mich auf 24 HP runtergeprügelt, die Lady. Und hat nicht mal ein Antibiotikum dabei. Für mich. Ich dachte mir eben, ja Gott, wenn ich jetzt sterben soll, dann ist das halt so. Das war so mein Gedanke. Ja, die Treppe muss ich natürlich auch neu kaputt hacken. Auf beiden Seiten. Das sollte ich jetzt auch als allererstes mal tun. Wenn ich ein bisschen mehr Ausdauer hätte, wäre das natürlich auch ganz klasse. Okay, retten wir erstmal die Sachen hier. Die können wir direkt scrappen. Dann nehmen wir hier die 81er. Die Kartoffel kommt da rein. Das kommt da mal einfach so weg. Öl, Tokens. Die Ranch heben wir uns auch mal direkt auf. Und wieder raus. So, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Ausdauer. Ein Painkiller nehme ich jetzt. Doch, könnte ich. Dann werde ich durstig, das ist okay. Dann kann ich auch gleich wieder was trinken. Um ein bisschen Ausdauer zu kriegen. Also das muss ich erst machen. Das ist die Grundabsicherung. Das geht ja gar nicht ohne. Das Schöne ist, wir können im Haus nochmal looten. Da fallen ja auch Respawn daher. Ja, schade, jetzt in der Apotheke, ne? Das ist schade.
Ah, gut, okay. Ich habe immerhin eine Shotgun gelernt und eine Hunting Rifle. Und wie gesagt, irgendwann stirbst du ja sowieso. Dann ist das jetzt halt mal ein bisschen früher vielleicht. Ich glaube, ich gehe hier erstmal weiter durchs Fenster, pfeife auf die Tür. Erst die Treppe weg. Erst die wichtigen Sachen. Und dann looten. Vielleicht ist ja was in diesem Haus. Wie gesagt, ich habe mich hier noch nicht großartig umgeschaut. Was ist denn. Ach du, der Painkiller lädt schon weg, noch oder wie? Ist das so? Die ganzen Schränke haben wir hier noch nicht untersucht. Den Kühlschrank halt, den oberen Teil. Ach guck mal, auch nochmal ein Mais. So, dann. Ja, Schmiede und Ho, ne? Das wären so die Sachen, ne? Die ganz gut wären. Ah, da hinten in der Ecke können wir auch looten. Ist aber nichts drin. Gut. Das machen wir mal kaputt hier. Das auch, dann knirscht das nicht so. Da können wir mal reingucken. Ja. Keine Ahnung. Ich habe da wirklich aus einem 35 Scrap mal rausgezogen. Scrap Press. Wollte ich auch nicht geglaubt haben. Die kleine Mütze können wir direkt scrappen. Oh, bringt doch Scrap Iron. Der Sessel. Okay, ich dachte, man könnte ihn mitnehmen. War das in der Alpha 14 nicht auch noch so? Die haben mir doch diesen Stuhl hingestellt bei Friends. Ja, lustiges Cappy. Rare. Rare. Den müsste ich mal reparieren, ne? Den Mining Helmet. Das wäre ganz gut. Scrap. Scrap. Ich hoffe, dass ich das mit Scrap Iron machen kann. Eine braune Pistole. Besser als nix, sag ich mal. Ja, und da ist ein Safe, ne? Den öffne ich mal lieber noch nicht. Davon knarren halte ich jetzt eh nicht so viel. Also so früh, weil. So, mal scrappen. Dann gucken wir doch mal, ob wir den reparieren können hier. Den Mining Helm. Ah, mit Forged Iron. Okay. Gut. Dann gucken wir nochmal, ob wir uns eine Forge herstellen können. Bellow. Was tippe ich denn da? Bellows. Nicht. Oh, 20 brauche ich. Ah, Leder oder Animal Hide. Kann ich denn Leder herstellen? Wie viel Halt kriege ich denn aus einem Stück raus? Eins? Oder mehr? Das ist jetzt ja mal die Frage. Campfire. Das können wir uns mal eben machen. Also wenn ich nur eins rauskriege, hat das irgendwie für mich nicht so viel Wert. Wenn ich mehr als eins rauskriege, wäre das natürlich die Lösung für die Probleme. So, da kommt erstmal ein Kochtopf rein. Ein Kochtopf habe ich, glaube ich, in der alten Wohnung gelassen. Ist aber auch okay. Ja, Schießpulver. Komm, das können wir auch scrappen. Und das ist mir gerade egal, ob ich da irgendwie leichten Materialverlust habe. Das ist nicht so wichtig. Machen wir mal 15 Pfeile, dann müssen wir am nächsten Tag unbedingt mal gucken, dass wir ein paar Tierchen jagen. Und dann die Schmiede herstellen. Das wäre mir wichtig. So, komm, dann machen wir Metall mal hier rein. Da unten, das lohnt sich ja hier schon mit dem Iron. Ja, es ist irgendwie, warte mal, wir sortieren nochmal. Wie macht er das denn? Oh, sieht ganz gut aus. Oh, die Wünsche kommen nach unten. Schnee habe ich hier, da könnten wir doch aber gleich noch mal eben ein bisschen Wasser kochen.
habe doch hier leere Gläser irgendwo gehabt. 30 leere Gläser. Das machen wir doch mal. Dann können wir uns Bottled Water machen. Na, komm. Wie viel? Oh, 64 Holz rein. Bottled Water. So. Dann läuft das ja. Dann mach ich den Schnee mal da rein. Dann haben wir noch Bottled Murky Water. Die brauche ich dann wohl definitiv nicht mehr. Ach nee, ich brauche gar keinen. Ich brauche 4 Moldy Bread, dann kann ich mir das ja selber herstellen. Nitratpowder? Und Moldy Bread kann ich mir aus den alten Sandwiches herstellen. Ey, die sind mal nicht weggeschmissen. Die habe ich jetzt natürlich auch in der alten Hütte gelassen. Ne? Also die Sandwiches wollte ich jetzt nicht unbedingt mitgenommen haben. So, ein Potassium finde ich im Schnee und im Wasteland. Alles klar. Ein Grund mehr, dass wir morgen mal ein Schneebiom gehen. Würde ich so sehen. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir morgen einen Ausflug im Schnee. Also nicht morgen, also jetzt, ne? Tag 2 in dem Fall. Ich dachte, ihr hättet was gehört. In dem Fall kommt die Folge erst Dienstag raus. Krass. Ich hätte was gehört. So ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Ob ich hier nicht irgendwas höre. Ich glaube, ich mache meinen Kopfhörer mal eben lauter. Einfach nur so auf Verdacht. So richtig viel hören tue ich nämlich nicht. Thunderhorden dürfte es an Tag 1 nicht geben, ne? Was ist eigentlich mit diesem obligatorischen Kaischer an Tag 2, von dem ja mal berichtet worden ist? Bin mir nicht mal sicher, ob ich Fleisch mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe 6 Fleisch zurückgelassen, weil, wie gesagt, ich brauchte den Inventarplatz für andere Sachen und ich dachte mir, naja, Fleisch, komm, das besorgst du dir so schnell neu, du bist ja satt. Na gut, aber jetzt, wo wir den Ausflug in die Stadt gemacht haben, habe ich jetzt auch wieder Hunger schon. Wenn man seine eigenen Füße hört, ne? Scrap. Ich finde das super, dass man die scrappen kann. 1A. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, ich werde hier noch ein bisschen Plant Fibers mitnehmen. Dann kann ich in der Nacht ein paar Steinäxte herstellen. Das geht jetzt. Sollte jetzt ja gehen. Ich bin mir da echt nicht sicher, ob ich da nicht was gehört habe. So. Hier passiert jetzt erstmal nicht mehr wirklich viel bis 4 Uhr. Deshalb würde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wie gesagt, und der Ausflug dann in Schneebiom, das sind zwar dann auch die härteren Zombies, Baumstümpfe looten, gucken was geht, vielleicht finde ich mir ein Antibiotikum noch, sofern ich hier anfange, wie lange ist denn mein Debuff noch? 2 Stunden 30 Minuten. Das steht aber irgendwie schon lange da. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das Spiel da von mir will. Ich bin gespannt. Wie gesagt, zur Not. Ne? Einmal sterben und dann... aber möchte nie unbedingt. Aber dann komme ich auf 94 Wellness, weil ich mich ja mit den Vitaminen ein bisschen hochgefuttert habe. Das war so berücksichtigt. Ich sage, okay, ich tue erst was Gutes für mich. Sollte ich sterben, ist das nicht so schlimm. Dann bin ich nicht so weit runter. Okay, das kostet ja auch Ausdauer, wenn ich hier mitschlage. Dann sollte ich den Stein nochmal eben fertig machen. So, ich bin dann mal weg. Bis dann. Tschüss.